3 Outfit-Tipps für Verena, die ungern zur Hochzeit mit Hose gehen möchte. Und wie ihr seht, habe ich ja hier ein Outfit zusammengestellt, die ein wunderschönes Kleid mit Hose kombiniert. Aber zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die dazugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Verena wurde relativ kurzfristig auf eine Hochzeit eingeladen und hat jetzt eine riesen Herausforderung zu meistern, denn sie trägt am liebsten Hosen und nicht gern Kleider und fragte mich daraufhin, ob ich ihr helfen kann. Und wie ihr seht, habe ich es geschafft, ein Kleid mit Hose zu kombinieren, damit sie wirklich wunderschön und sich auf jeden Fall pudelwohl fühlt. Aber jetzt erstmal kurz zum Kleid und zur Hose, dann gleich später. Denn dieses Kleid tut ihre Figur und ihre Art wunderbar unterstreichen. Denn sie ist relativ groß, bei knapp 1,80, somit ein bodenlanges Kleid gewählt, auch wegen der Hose, das werdet ihr gleich sehen. Und obenrum hat sie mich gebeten, ihren Busen ein bisschen herauszugestalten, damit es ja sehr feminin wirkt und sehr schick. Und das hat man ganz einfach geschafft mit diesen Spaghetti-Trägern, die sich weit herunterziehen, ein wunderschönes Dekolleté bilden, durch diesen mittelhohen, tiefen Ausschnitt. Und damit wird die Brust erstmal ein bisschen hervorgehoben, weil auch relativ viel Haut gezeigt wird. Auch der wunderschöne Rückenausschnitt. Und dann, weil in der Taille dieser kleine, dünne Kurtel ist, der das Kleid nochmal, sage ich mal, in der Taille richtig schön bindet, die Taille schön herausbildet, wird auch optisch die Brust nochmal herausgehoben, dass es wirklich eine richtig wunderschöne Frauansicht gibt und sie sich auch sehen lassen kann und auf jeden Fall Komplimente bekommt. Und mit diesem Kleid wird sie erstmal wunderschön, festlich die Hochzeit genießen können. Aber weil sie ja ungern Kleider trägt, ist es ganz einfach zu gestalten, eine Hose drunter zu tragen, wie diese hier. Aber aufgepasst, denn hier habe ich extra ein Kleid gewählt, was relativ bodenlang ist, was dann später durch die Schuhe auch noch ein bisschen Fuß zeigt, dazu später. Denn bei einer Hose unterunter ist zu achten, dass wenn ihr eine Hose wählt wie diese hier, dass es mindestens der gleiche Farbton ist oder einen kleinen Tick heller, damit, wenn das dunklere drunter ist, nicht durchschimmert und dass der Bund obenrum nicht viel Schnickschnack dran hat. Am besten eine Hose wählen, die auch keinen Knopf vorne hat, gerade vorne, weil sich das am Kleid abbilden kann und das sieht dann nicht schick aus und man sieht dann, dass man eine Hose drunter hat, sondern versuchen eine Hose am besten ohne Taschen, ohne Gürtelbändchen und Knopf und Reißverschluss, so wenig wie möglich. Dann habt ihr wirklich das Wohlfühlfaktor und dass ihr wunderschön in diesem Kleid aussieht. Und vielleicht auch noch der Tipp zum Kleid, das Kleid nicht wählen, dass es sehr eng anliegt, dass man dann die Hose vielleicht doch noch irgendwo sieht. Und somit hat Verena ein pudelwohles Gefühl in dem Kleid, sieht wunderschön aus und ist ein komplettes Ganzes. Aber natürlich die Accessoires fehlen noch, um das Ganze abzurunden. Und dazu würde ich ein paar wunderschöne Riemensandalen wie diese hier empfehlen in Schwarz, weil es wunderschön harmoniert zu diesem Rot. Mit diesen Riemchen auch noch schön viel Bein zeigt, weil ja auch die Schultern frei sind. Und ein Mann ja wirklich zum Spielen im Gedanken angeregt wird und sie wunderhübsch findet. Sie hat zwar einen Freund, aber dessen wird man doch gerne Komplimente hören. Und der Kontrast zu diesem Rot wirkt wunderschön und den möchte ich in der Handtasche auch weiterführen, aber keine Riesenhandtasche, sondern versucht es mit einer schmalen Klatsch wie diese hier und beispielsweise auch bei der hier, es gibt Klatsches, die Kurteln für die Hand oder für die Schulter haben, die man abmachen kann, empfehle ich euch. Denn man will ja nicht immer die Klatsch in der Hand halten, sondern auch mal ganz schnell über die Schulter werfen, damit man halt mal auch die Hand frei hat für was zu essen oder zu trinken. Und damit hat Verena ein Outfit, wie ein Traum daherkommt. Und die Hochzeit wird sie genießen können, ohne dran zu vergessen, sie hat eine Hose an oder ein Kleid. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr, wie Verena, so ein wunderschönes Kleid genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr ausseht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Kleid für euch online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben oder unten, müsst ihr mal schauen, mich einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und diese zugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?